Hallo und herzlich willkommen zurück bei Garfield. So, wir sind immer noch an Bord des... Jetzt gibt es so viel Neues zu lernen. Sagen wir mal Alienschiffes, um Gottes Willen, diese alten Rechner. Oh, antike Videokassetten, die will ich alle haben. Die kann ich veräußern und die Kaffeepulver würde ich auch mitnehmen. Hallo. Und die antiken Rechner, gut, die sind zu schnell. Die sind zu oll. Sehr viele Notizbücher, aber können wir dann auch antikes Wissen hier aufnehmen? Nee, ne? Vielleicht verloren gegangenes Wissen, weil, sagen wir mal ehrlich, also vielleicht... Wir wissen ja vielleicht nicht alles. Große Erwartungen, ja, ach komm. Der Komet, Geschichten von Raum und Zeit, Moby Dick, Oliver Twist, Harte Zeiten, Nicholas Nickleby, das ist alles... Wo sind die Stephen King Bücher, Mann? Bleakhaus, Krieg der Welt. Oh, Krieg der Welten sogar auch. Cool, die Ankunft der Marsianer. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, das sind halt alles Bücher, die real existieren. Ich, über die Entstehung der Arten, David Copperfield, irgendwie... Armin war schon wieder hier. Wie viel isst der Mann bitte? Keine Ahnung, aber er verdient jeden Bissen. Schon wieder. Weißt du, wie oft er jedem einzelnen Menschen an Bord... Ich find's so schade, dass... Also ich verstehe, das ist halt, ne, die Zukunft der Menschheit, klar. Aber es fehlt so viel Eigenlore durch die alten Geschichten, weißt du, was ich meine? Durch die alten Bücher, die halt überall rumliegen. Ich finde es einfach nicht fair uns gegenüber. Ich arbeite auch hart. Natürlich. Okay, okay. Warte, ich will mal was probieren. Sehr gut. Wollte hier mal ein bisschen aufräumen. Wie sieht es denn hier auch wieder aus? Der Marker liegt auf den Pflanzen. Der Komet liegt auf dem Tisch. Stift rot auch. Habe ich noch mal ein bisschen aufgeräumt. Sag mal. Nur mal aus Neugier. Wenn ich jetzt im Inventar... Gespeichert habe ich ja, ne? Ich habe doch hier bestimmt... Helm habe ich nicht ausgerüstet, aber Anzüge... Nicht Anzüge. Kleidung. Ja. Wird jetzt jemand irgendwas sagen, wenn ich so rumlaufe? War an Bord nicht genug Platz, nur für Menschen. Hey Leute. Für den Umgang mit Gefahren außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Ich bin Officer 1, Officer Armory. So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Eigentlich gar kein Schiff vor deinem. Waffenständer. Wow, also Waffen haben die nicht so viele, ne? Waffenwerkbank, ich geh mal kurz gucken. Die Waffenwerkbank ist halt dieselbe wie unsere. Da hat sich nichts verändert. Verkrüppelnd Grendel. Standardlauf, Laser, Laservisier. Hm. Kostet ein bisschen Neon. Mhm. Feine Arbeit. Das muss ich dir lassen. Ja, wir gucken mal, ne? Mündung. Kompensator. Mündungsbremse sieht nice aus. Dichtmittel, Wolfram. Schalldämpfer brauchen, oder? Braucht man nicht auf dem Ding, oder? Nee. Erhöht die Stabilität und Präzision bei hoher Entfernung auf Kosten der Präzision bei Schüssen aus der Hüfte. Ja, da gucken wir mal. Griff und Kolben. Taktischer Griff. Ein leichterer Griff, der die Stabilität und das Visierziel und Nachladetempo erhöht. Titan kriegen wir bestimmt auch irgendwann mal, ne? Wir gucken mal. Der Lauf. Kurzer Lauf. Erhöht das Visierzieltempo auf Kosten von Präzision und Rückstoßkontrolle. Stabiler Lauf. Spezialisierte Mac-unterstützte Läufer erhöhen die Präzision und Rückstoßkontrolle auf Kosten... Ja, okay. Verlängerter Lauf. Erhöht Präzision, Rückstoßkontrolle und Reichweite auf Kosten des Visierzieltempos. Ich glaube, das ist okay. Dafür geht die Distanz auch ordentlich hoch. Oh, warte mal, das ist noch besser. Techlauf. Oh nein, kostet noch ein Eisen. Uns fehlt ein Eisen, das kannst du ja noch nicht glauben. Okay, Eisen kriegen wir noch. Wir sollten unsere Sachen mal ein bisschen... Wir sollten mal gucken, was wir so als Waffen nutzen. Und dann, Waffenständer. Die Waffen hier sind natürlich überhaupt nicht spannend. Anzug Deep Recon. Wo war das denn gerade? Ach, da.
Wäre halt auch stehlen, ne? Das ist ein bisschen doof, schade. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht... Arrestzelle, oh. Wir haben uns schon wieder gestritten. Da wir jetzt wissen, was da draußen ist, dürfte es in Zukunft interessant werden. Ja, das stimmt. Das ist eure Arrestzelle. Sieht gemütlich aus. Da kann man auch gut schlafen. Oben gibt es auch eine Etage mit ein bisschen Privatsphäre, aber ein bisschen enger, okay. Ja, ist, So. Gut, wir müssen, glaube ich, zurück auf unser Schiff, ne? Wedel nicht so mit deiner Waffe, Herr. Ich habe gar keine Waffe ausgerüstet, du Honk. Das ist nicht unser Schiff. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. So, Classroom, da will ich nicht hin. Okay, was neu hier? Hi. Hallo. Hallo. Guten Tag. Es ist gar nicht so leicht, den Überblick über unsere Vorräte zu behalten. Ja, das glaube ich. Ach, das ist die Kühlkammer hier. Fully loaded Blood and Mary, Sekt, Bourbon, dunkles Lager, Pale Ale, Red Ale. Okay. Ja, gut. Machen wir die Tür zu, ne? Tschüss, Sarah. Die wurde das Kryo gefroren. In 200 Jahren wacht die wieder auf. Beim nächsten Planeten. Engineering, Lift. Das ist nicht der Lift. Hier runter eventuell. Ich glaube, wir kommen der Undock-Schleuse näher. Durch die Cargo Bay und dann müssten wir... Ist ein friedliches Schiff. Das soll so bleiben. Da sind wir. So. Einsteigen. Müssen wir sofort ab oder willst du noch warten? Das war ein schöner Besuch. Hey. Alles in allem geht's ganz gut, Captain. Sehr gut, alles klar. Dann wollen wir uns mal hinsetzen. Los geht's. Ich mag die Anzüge von der UCF, vom UCS. Abdocken. Das war höchst interessant. Ich hoffe, wir haben alle Gespräche mitgenommen. Es war ein sehr gut. Hauen wir ab. Ja. The Truth wurde spoken. So, Paradiso erkundet. Wir müssen leider nochmal landen. Denn heute müssen wir Vermittlung führen. Willkommen zurück, Mr. Taufik. Dies ist Ihr 8. Besuch in unserem Resort. Wir wissen Ihre Treue sehr zu schätzen. Kann ich Ihnen denn irgendwie behilflich sein? Ja, ich hätte da mal eine Frage. Normalerweise kann man beim Shuttle-Anflug immer die schöne Landschaft bestaunen. Aber diesmal sind wir eine andere Route geflogen. Viel länger und nur über offenes Wasser. Gab es ein Problem mit der normalen Flugroute? Es gibt Gerüchte über ein Schiff. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Der alternative Anflug war bedingt durch einen Meteoritenschauer auf der üblichen Route. Kein Grund zur Sorge. Als Entschädigung schreibe ich Ihrem Konto gerne einen Rabatt von 15% auf alle Sparleistungen gut. Bitte entschuldigen Sie erneut. Ist schon okay, Viator. Ich weiß, dass du auf extrem guten Service programmiert bist. Mich hat nur der Grund interessiert. Aber danke für den Rabatt. Ja, also ganz ehrlich, ich will den Rabatt auch. Willkommen zurück, geschätzter Gast. Danke, dass Sie Paradiso erneut als Urlaubsziel gewählt haben. Ja, du sag mal, der Landeanflug war diesmal anders. Ich habe Ihre wiederholte Anwesenheit im Resort bemerkt. Danke für Ihre Kundschaft. Sie erhalten einen automatischen Rabatt von 20% auf den nächsten Aufenthalt. Geil. Hat sich schon gelohnt. Cool. Wunderschön hier. Ja, geht so. Die roten Bäume sind sehr rot. Ich mag eher blaue Bäume. Ich hasse rote Bäume. Sind mir zuwider. Bin heilfroh, dass ich nicht auf einen dieser... So. Ach ja, in Hans wollte ich auch mal reingucken, ne? Guck mal geradeaus, wo du hinläufst. Warum guckt ihr denn immer... Das dürfte der beste Urlaub sein, den ich je hatte. Das heißt, du hattest noch die Wärchen. Was ist denn das für ein Teppich, Junge?
Violet. Du siehst fantastisch aus. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Na klar. Hallo, Schätzchen. Na? Willkommen bei Enhanced Paradiso. Mit unserer Dienstleistung kannst du ebenso zufrieden mit deinem Aussehen sein, wie ich mit meinem. Mhm. Wir können dich dünner oder größer machen, deine Haare, dein Gesicht und sogar dein Geschlecht ändern. Oder kann ich dich vielleicht für unser Paradiso Getaway Bundle begeistern? Ein einmaliges Angebot für neue Kunden in Paradiso. Nur jetzt erhältlich. Aha, worum geht's denn da? Was ist denn das Paradiso Getaway Bundle? Und kann ich mein, wenn ich mein Geschlecht ändern kann, kann ich es auch länger machen? Ich frag für einen Freund. Was ist das Paradiso Getaway Bundle? Wir buchen dir einfach 2 Sitzungen zu einem stark reduzierten Preis. Warum, fragst du? Viele Gäste kommen her, um ihrem normalen Leben zu entkommen. Und sie glauben oft, was in Paradiso passiert, bleibt in Paradiso. Also ändern sie ihr Aussehen nicht nur, wenn sie herkommen, um ein wenig Spaß zu haben, sondern auch am Ende, wenn es wieder zurück ins normale Leben geht. Okay, ich weiß immer noch nicht genau, was passiert denn da. Also ich würde mir schon gerne was machen lassen. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Oh nein. Ich weiß, manche Enhance-Hosts machen das, um einen zusätzlichen Service zu verkaufen, aber ich nicht. Oh, warum? Nein. Ich will einfach, dass du dich mit dir selbst wohlfühlst. Oh, mit du mir? Du darfst dich nicht unter Druck gesetzt fühlen, so oder so aussehen zu müssen. Oh, man ist mit seinem Körper glücklich, wenn man sich selber gefällt, nicht anderen. Oh, das habe ich so noch nie gesehen. Dann, ja, da sage ich nicht nein. Dann möchte ich gerne, also da gucke ich mal, was passiert. Wunderbar. Du wirst es nicht bereuen. Ich lege deine beiden Enhanced-Sitzungen in unserem System an. Wir können loslegen, sobald du bereit bist. Ich bin einfach, ich habe mal eine Frage. Nutzt du eigentlich die Dienste von Enhanced? Du siehst so toll aus. Sehr nett von dir, danke. Ich habe viele Credits in mein Aussehen investiert und bin stolz darauf. Mhm. Es ist keine Schande, dafür zu bezahlen. Nein, ist es nicht. Ich nutze Enhanced regelmäßig. Eine kleine Änderung hier oder da hält das Leben doch erst interessant. Und dass es kaum zu bemerken ist, beweist die Qualität unserer Arbeit. Da ist was dran. Also ich hatte hier zumindest auch gar keinen Enhance erwartet. Lassen sich das viele Leute machen im Urlaub? Oh, du bist zu unschuldig für diese Welt. Ja, ja, gerade im Urlaub. Wirklich? Ach, guck nicht so überrascht, Schätzchen. Ist dir nie aufgefallen, dass die Leute nach einem Urlaub frischer und lebendiger aussehen? Na, erholt. Sehr viele Leute lassen ein bisschen was machen, wenn sie im Urlaub sind. Dann läuft man nicht Gefahr, im heimischen Enhance zufällig einem Freund zu begegnen. Okay. Gut, das wäre mir egal, aber ich bin einfach überrascht. Ich meine, kann man doch auch zu Hause machen. Gut, dann möchte ich gerne eine Behandlung. Klar. Ich buche nur schnell eine Sitzung von deinem Konto ab, dann kann's losgehen. Ich habe gerade bezahlt. Ist das nicht der denkbar schlechteste Anzug für... Ich sehe nichts. Sag mal... Dein fucking Ernst? Wieso habe ich denn jetzt... Hä? Wieso habe ich denn jetzt... Das Ding hatte ich noch nie an. Hautfarbe. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe 700 gezahlt und kann nichts machen? Ich sehe nichts. Alter, Starfield, was ist das denn? Hä? Muskulös. Und schwer. Ich mache jetzt muskulös und schwer. Mal gucken, wie wir am Ende aussehen. Ich habe keine Ahnung. Körpertyp, ist das männlich, ist das weiblich? Ich glaube hier, ich mache mal 1. Ich sehe hier gar keinen Unterschied bei gar nichts. Ich beende einfach mal. Profil fertigstellen. Pronomen, Charakter benennen. Ach, ich kann den umbenennen. Mal gucken. Ja, scheiß drauf. Wir speichern die Änderung, aber das ist halt alles Wurst. Ich weiß nicht genau, wie ich gleich aussehen werde. Ich möchte mein letztes... Ja, für eine... Ja. Pass auf dich auf, du Schönheit. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ich habe einfach zugenommen. Ich habe einfach nur zugenommen. Die haben mich aber mit Pudding gefüttert. Das ist nicht das Schlimmste? Das ist doch alles nicht... Das ist doch... Was passiert denn hier? Das ist nicht der Strandbody, den ich wollte.
Das ist nicht der Strandbody, den ich wollte. Wieso konnte ich denn die Klamotten nicht ausziehen? Hallo. Guten Tag, ich bin's wieder. Ich war im Weltraum. Ich habe vielleicht ein bisschen zugenommen im Urlaub. Entschuldigung. Ich muss nach oben, ne? Ich muss ja gar nicht hierher. Hm, bist wohl zur Erholung hier, was? Ich auch. Ja, okay. Check-in. Ich frage mal kurz. Oh. Wann ist denn endlich Feierabend? Ah, Sarah. Hallo, Jacob. Willkommen im Paradiso-Shop für Souvenirs und Sonstiges. Sieh dich nur um, aber mach bloß nichts kaputt, sonst musst du es kaufen. Und bevor du fragst, es gibt keinen Rabatt, also versuche es gar nicht zu feilschen. Sie wirkt nicht so begeistert. Warum habe ich das Gefühl, dass du deinen Job nicht besonders magst? Warum sollte ich? Ich muss fiesen Touris überteuerten Schrott verkaufen, den ganzen Tag. Mein Onkel ist im Vorstand von Paradiso. Er wollte mir einen Job verschaffen im Management, wie ich dachte. Tja, Pech gehabt. Aber es ist nicht alles schlecht. Mein Job ist absolut sicher. Und ich kann in Paradiso kostenlos leben. Also, kaufst du jetzt irgendwas? Oder fragst du mir weiter Löcher in den Bauch über mein Leben? Ich würde gern Letzteres weitermachen. Du, sag mal, kann ich dich wirklich nicht überzeugen, mir mit den Preisen etwas entgegenzukommen? Nein. Oh, ihr Leute geht einfach davon aus, dass wir immer zum Falschen aufgelegt sind. Bloß weil wir ein Randplanet sind und nicht zu Freestar oder sonst wem gehören. Ich hab einfach... Mir wäre das ja egal. Aber wenn am Tagesende Geld fehlt, ziehen sie es mir vom Gehalt ab. Also nein, kein Rabatt. Ich hab einfach lebendes Brian gesehen und wollte ein bisschen feilschen. Dann zeig mal, was du so verkaufst. Oh. Du willst, dass ich jetzt was mache, stimmt's? Nein. Ich... Wie, was denn machen? Oh, das sind Souvenirs, Waffen und Anzüge und... Navigator, Tiefminen, das sind die Souvenirs, die hier verkauft werden? Okay. Oh, warte mal, was war das denn? Veredelt Bodencrew-Rucksack. Sieht schon ziemlich cool aus, aber naja. Helme. Sternenvagabund, Tiefbohren... Boden. Die Bodencrew-Sachen sehen ziemlich cool aus irgendwie, ne? Okay, da gibt's doch keinen Bodencrew-Ding, jetzt nur Navigator. Okay, Kleidung. Ressortkleidung. Ich habe bessere Kleidung. Ich habe Badekleidung. Wieso wird Badekleidung nicht verkauft? Hilfe, Ressourcen. Warum verkauft die das? Hä? Warum kann ich hier Eisen kaufen? Hä? Hilfe. Wir sind gerade bei Kaufen, wir sind nicht bei Verkaufen. Das ist dubios. Und Waffen gibt es ja auch eine Menge. Obwohl, ich habe hier selber noch nicht verkauft eigentlich, ne? Tja, aber sonstiges, also es gibt hier alles, aber keine Souvenirs. Ich dachte, wir können ja vielleicht so Kuscheltiere oder sowas kaufen oder irgendwas Paradiso-mäßiges, aber es gibt alles außer Paradiso-mäßiges. Viel Spaß da draußen. Das ist ja so, das ist ja hey. Weird. Tag. So, Chef Etage. Hier gibt es nur schöne Tage. Aber ich glaube, du hast einen der schönsten erwischt. Ach, das ist ja so lieb. Wenn der Vorstand von Paradiso in einem Meeting ist, kann ich deine Nachricht weiterleiten. Ja. Hey, Kiwi. Ah, du bist wieder da. Ja. Wenn du alles erledigt hast, kann ich dich reinlassen. Wenn nicht, würdest du den Vorstand nur stören. Ich habe alles erledigt. Ich bin bereit. Dann viel Spaß im Haifischbecken. Und keine Sorge, sie nennen es selber so. Mm. Vielen Dank. Oh, ich sehe, der gesamte Vorstand ist versammelt. Die sehen ehrlich gesagt eher gelangweilt aus. Ich speichere mal hier. Denn ich möchte das nicht versauen. Wir versuchen den Gästen aus dem Weg zu gehen, sind aber immer zur Stelle. Ich finde einfach, wir sollten uns auf die natürliche Schönheit des Planeten konzentrieren. Da draußen gibt es Millionen anderer Planeten, die man besuchen kann. Die Resort-Einrichtungen sind doch genau das, was uns von ihnen unterscheidet. Sie sind sogar das Einzige, was wir wirklich zu bieten haben. Ich will aber nicht riskieren, dass wir wie ein künstliches, dubioses und vermülltes Dreckloch wie Neon wirken. Wir sind anders. Wir haben hier etwas Besonderes. Konzentrieren wir uns darauf. Balaam hat recht. Danke, ich...
Wir wollen nicht mit Neon konkurrieren. Bayo ist skrupellos. Will die Konkurrenz mit jedem Mittel ausschalten. Diese Art von Ärger brauchen wir nicht. Allerdings sollte es einen Mittelweg geben. Ja. Wir könnten die Strände ausbauen, eine Freizeitparkpromenade anlegen. Ich dachte auch schon an künstliche Thermalquellen. Sowas in der Art. Ach. Klingt gut. Ich werde sehen, was uns das kosten würde. Dann können wir das nochmal besprechen. Der Oliver soll ja immer seinen Willen kriegen, ne? Haben wir schon gelernt. Wow, was ist denn hier? Sitzt man aber, das ist aber mondän. Aber ohne Aussicht. Chandro Balarak, aha. Terra Brew. Jalousien öffnen geht nicht. Dunkles Lager. Warum ist das alles Diebstahl? Ich will das doch nur mitnehmen. Schicke Eiskübel. Na gut. Ich will einfach dafür sorgen, dass Paradiso ein Paradies bleibt. Das verstehe ich. Sarah, bitte geh doch einmal aus dem Weg. Hallo, ich wusste gar nicht, dass Kiwi hier Leute reinlässt. Tja, offenbar schon. Ich würde gern mit Stuhl reden. Kann ich nicht mit ihm hier reden? Hä? Hier unten, ich muss seinen Arsch anklicken. Okay, hey Bala. Diesen Planeten muss man einfach lieben. Okay, die sagen nichts weiter dazu. Und du bist? Es ist nicht mein Job, mit Gästen zu reden. Wow, ich bin auch kein Gast, ich bin Diplomat. Ich nehme mir etwas Zeit für dich, aber fass dich kurz. Gut, hallo Olli. Du kannst von Glück reden, dass ich nicht wie die anderen Vorstandsmitglieder faul am Strand rumliege. Ja, aber meine Frage, gibt es hier wirklich nur 3 Vorstandsmitglieder? Nein, natürlich nicht. Es gibt noch mehr. Wir sind nur die, die täglich hier sind. Hm. Die anderen faulenzen lieber am Strand oder treiben sich auf anderen Welten herum. Okay. Aber das ist mir nur recht. Zu viele Köche verderben die Chunks. Und so kann ich die wichtigen Entscheidungen alleine treffen. Damit fahren alle gut. Ja, ob das wirklich so ist? Kannst du mir ein bisschen was über Paradiso erzählen? Wir, die Paradiso Group, haben die Rechte an diesem Planeten vor Jahren gekauft, um ihn zum größten und besten Resort im Universum auszubauen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist uns gelungen. Es darf daher kein anderes Freizeitunternehmen auf dem Planeten operieren, ohne Land von uns zu mieten. Aber wie du siehst, kann sich das keiner leisten. Ich verstehe, ich verstehe. Und wird dieses Resort außerhalb der besiedelten Systeme betrieben? Nicht ganz. Wir unterstehen nur weder dem Freestar Collective noch den United Colonies. Mhm. Das macht alles einfacher. Wir zahlen keine Steuern und müssen ihre Gesetze nicht befolgen. Alle Vorteile, keine Nachteile. Und niemanden stört's, weil die Hälfte aller Politiker und hohen Tiere hier gern Urlaub macht. Win-win für alle. So wird's gemacht, verstehe. Und wahrscheinlich wohnen ja auch alle Influencer. So, mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll. Jiro sagt, du kommst in diplomatischer Mission? Mhm. Herzlich willkommen. Mhm. Normalerweise würde ich dir ja erstmal einen All-Inclusive-Aufenthalt anbieten. Oh. In Anbetracht der Umstände komme ich einfach direkt auf den Punkt. Unsere Freunde, die Aliens da oben, bereiten unserem Resort alle möglichen Probleme. Mhm. Na, gefällt dir das? Ist von unserem Marketing-Team. Hä? Die Idee ist die, falls wir sie nicht loswerden, könnten sie noch mehr Touristen anlocken. Kommt und erlebt die Aliens. Das habe ich mir gedacht. Das war auch meine Idee. Du weißt genau, widerlich, du weißt genau, dass es nicht stimmt. Klar, meinetwegen, absolut genial. Darauf fällt im Leben niemand rein. Warum dann die Dringlichkeit bei dieser Sache? Wir führen ein erstklassiges Urlaubsresort. Wenn unsere Gäste Geschichten über ein altes Schiff im Orbit fabrizieren, ist das schlecht für uns. Momentan müssen wir unsere Luxusliner zur anderen Planetenseite umleiten, damit es niemand sieht. Das ist schlecht fürs Geschäft. Hm, verstehe. Wir müssen die Sache im Keim ersticken, bevor sie eine Eigendynamik entwickelt und außer Kontrolle gerät. Hm, okay, dann kommen wir einfach direkt zur Sache. Ah, jemand, der Klartext redet. Das gefällt mir. Okay, also, was weißt du über dieses komische Schiff da oben? Es ist ein klappriges, erdzeitiges Schiff voller Kolonisten, die glauben, dein Planet gehöre ihnen. Es sind Kolonisten, die sich nach 200 Jahren endlich niederlassen wollen, das lässt sich ausnutzen. Was, wenn es tatsächlich ein Alien-Mutterschiff wäre, das diesen Planeten zerstören will? So. Es ist ein Generationsschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Ich würde ein bisschen das hier nehmen und dann die Kolonisten hier arbeiten lassen. Weil ganz ehrlich, der Captain war aber auch sehr, ne? Also er hier ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen schäbig, aber der Captain oben war halt auch so, ja, dann müssen sie halt weg, das ist unser Planet, wir haben jedes Recht hier zu sein, die sollen weg, das, ja, wir, ne? Also, ne? Ich mach erstmal was Neutrales.
Generationsschiff voller Kolonisten und die waren auch 200 Jahre unterwegs. Wow, interessant. Mhm. Sie werden sich garantiert nicht verziehen, wenn wir Sie einfach nur höflich darum bitten. Nein. Also Leute, was sollen wir unternehmen? Ich brauche ein paar gute Vorschläge. Irgendwas, womit ich arbeiten kann. Sie könnten sich doch hier niederlassen. Platz dafür wäre mehr als genug. Sie könnten hier bleiben. Vorübergehend. Aber es würde Sie einiges kosten. Und Sie müssten Ihre Schulden abarbeiten, bevor Sie wieder gehen können. Uff. Wohl kaum. Aber könnten wir nicht Ihr Schiff mit einem Graphantrieb ausrüsten, damit Sie ein neues Zuhause finden? Gute Idee. Unsere Techniker könnten Ihnen helfen und die Sternenkarte Ihres Captains aktualisieren. Wäre das nicht was? Gute Idee. Klingt teuer. Wir können diese Kosten nicht tragen. Vermutlich besitzen Sie nicht mal eine kompatible Währung oder ausreichend Sachwerte. Jemand müsste die Kosten für uns übernehmen. Ganz ehrlich, am besten wäre es, dieses Schiff würde einfach nicht mehr existieren. Aber Simas Vorschläge sind für mich okay. Sag mir einfach, was du machen willst. Sie können also hier leben, wären aber Leibeigene. Was? Wieso muss ich den Graphantrieb kaufen? So. Warum können Sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? Dieser Planet gehört uns, nicht Ihnen. Bei Paradiso überlassen wir nichts dem Zufall. Wer weiß, was diese Leute mit ihrem Land anstellen werden. Klar, klar, klar. Stell dir nur die möglichen landschaftsgestalterischen Katastrophen vor und wie das die Satellitenbilder in unseren Broschüren verschandeln könnte. Nein, wenn sie hier leben wollen, müssen wir sie in unsere Kultur einbinden, anstatt alles dem Zufall zu überlassen. Mhm. In eure Kultur, ja. Du hast vermutlich recht, diese Leute könnten schlecht fürs Geschäft sein, auf mehr als eine Weise. Aus geschäftlicher Sicht verstehe ich deinen Standpunkt, aber ich sehe das anders. Das sind Menschen und du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung? Das ist doch absurd. Ja, also ich verstehe den Standpunkt, aber ich sehe das schon etwas anders. Und das ist auch dein gutes Recht. Aber als CEO der Paradiso Group treffe ich die Entscheidungen hier und segne sie ab, nicht du. Das stimmt. So sehr ich dein Feedback auch schätze, ist es nicht im Interesse der Paradiso Group, dies in Betracht zu ziehen. Gut. Warum können Sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? Dieser Planet gehört... Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Nein. Ja, aber das sind Menschen und du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung? Das ist doch absurd. Absurd hin oder her. So sieht unsere Haltung dazu aus. Ich treffe die Entscheidungen für unsere Gruppe, nicht du. Ich habe das Gefühl, wir haben hier sehr wenig Mitspracherecht. Ich frage mich, warum. Kann sich da nicht irgendeine Behörde drum kümmern? Wir operieren außerhalb von Freestar und dem UC. Ja. Wir wollen nicht, dass sich jemand in unsere Angelegenheiten einmischt. Verstehe. Und wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Wie schon gesagt, das wäre schlecht fürs Geschäft. Wir würden das lieber unabhängig regeln. Aber könnte man aus dem Schiff nicht ein Museum machen? Nicht mehr existieren, willst du nur sagen? Aber wieso muss ich den Graphantrieb kaufen? Hä? Ich bin ja nur Diplomat. Weil es nicht unsere Aufgabe ist, die Kosten dafür zu stellen. Meine auch nicht. Außerdem haben wir schon angeboten, dass unser Technikerteam Sie bei der Installation unterstützt. Spezial gefertigte Graphantriebe sind nicht billig. Hä? Und ich nehme an, dass Sie weder das Geld noch die Verbindungen haben, um an solch eine Technologie zu kommen. Also bleibt bei dieser Verhandlung nur eine weitere Partei. Du. Lul. Und warum redet er auf einmal so tief? Das war aber sehr merkwürdig. Ganz komisch. Aber, naja, Sie könnten also hier leben, aber wären dann Leibeigene? So habe ich das nicht gesagt. Es wäre ein Deal, bei dem Sie Kost und Logis im Austausch gegen Dienstleistungen erhalten. Natürlich lässt sich nicht sagen, wie lange dieser Deal dauert. Schließlich würde Ihre kurz- bis mittelfristige Unterbringung und Verpflegung für uns einen enormen Kostenaufwand bedeuten. Mhm. Langfristig würde das Resort allerdings Betriebskosten einsparen, da wir einen Teil unseres bezahlten Personals entlassen könnten. Das klingt doch fantastisch. Also Win-Win für alle. So, was meintest du mit nicht mehr existieren? Willst du sagen, ich soll das Schiff zerstören? Ich will damit gar nichts sagen. Außer der Tatsache, dass unser Leben ohne dieses Schiff einfacher wäre. Interpretier das, wie du willst. Ja, schwierige Aussage. Ja, ich glaube, ich fliege nochmal kurz zurück. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden. Ich komme gleich wieder, ja? Die Sache ist erstmal vom Tisch. Aber wir brauchen bald eine Lösung. Ja, natürlich, natürlich. Ich würde aber erstmal ganz kurz Gegensprache halten. Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Wenn du schon von uns gehört hast, dann sehr wahrscheinlich meinetwegen. Aha. Oh.
Ich glaube nicht, dass wir oben jetzt, dass wir irgendwelche anderen Gespräche kriegen. Ich würde nur vor der Entscheidung... Schon wieder Sand in den Schuhen. Das hier mag ja ein Paradies sein, aber... So. Ich muss mal einen Boost machen. Genieße deinen Aufenthalt, ja, für die Sicherheit. Na klar. Ups. Ich gehe mal ganz kurz zu ihmchen da drüben, weil wir mit denen auch noch reden konnten. Es ist wieder sehr dunkel hier. Junge, Junge, habe ich zugenommen im Urlaub. Was ist denn da passiert? So, wo ist denn Kollege Schnürschuh da? Unter uns gesagt, dieses Schiff ist das Spannendste, das hier seit langem passiert ist. Glaube ich sofort. Du hast wohl noch ein paar ausstehende Strafen. Was? Ich kann die Strafe nicht zahlen? Okay, eher hier, ich zahle. Ganz entspannt. So mag ich das. Wir suchen hier grundsätzlich nicht nach Schmuggelware. Gott sei Dank. Gott sei Dank, aber warte mal. Egal, was du mit Oliver aushandelst. Alles wird gut. Okay. Ist denn die Paradiso Security mit den UC oder Freestar Collector verbunden? Weder noch. Wir sind eine eigene Organisation. Die Paradiso Group zahlt gut für erstklassige Security. Mhm. In aller Bescheidenheit. Wir sind die Besten. Müssen wir hier draußen am Rand der besiedelten Systeme auch sein. Okay, das sind aber nicht die Fragen, die ich haben wollte. Naja, und mit welcher Art, was für Ärger gibt's hier im Ressort? Ehrlich gesagt ist das meistens nicht so aufregend, wie man denkt. Wir haben hauptsächlich mit Betrunkenen zu tun, die sich daneben benehmen. Sogar Piraten lassen uns meistens in Frieden. Ich glaube, weil manche von ihnen hier Urlaub machen. Solange sie niemanden belästigen, sollen wir sie einfach wie normale Gäste behandeln. Okay, klingt fair. Gut, aber ja, ciao. Pass auf dich auf. Das wollte ich gar nicht fragen, aber wir haben unsere Strafe bezahlt. 97 Credits, also bitte. Normalerweise habe ich mehr Kopfgeld. Geht ja auch schnell heutzutage. Einmal nicht aufgepasst, außer wenn wir was mitgenommen, zack, Kopfgeld. Ein bisschen unfair ist das schon. Halt, wenn du startbereit bist. Ja, ich bin schon dabei. Wir heben ab. So. Schwach. Bleiben oder springen? Was sagst du? Ja, erstmal wieder zurück. Rufen geht ja nicht. Dann docken wir mal wieder an. So. Sekunde, ich mache es manuell diesmal. Ja, vorsichtig, ein bisschen hier und sitzt. Sehr gut. Wie angegossen. So, einsteigen. Komisches Wort dafür, aber ich steige ein. So, Tag Leute. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar... Command Bay, da wollen wir ja hin diesmal. Lang nicht mehr hier gewesen. Ich glaube, wir kriegen hier keine neuen Gesprächsoptionen. Ich hoffe aber doch. Bitte, mach keinen Ärger. Command Bay, hier Command Bay. Bin ich ja richtig? Da wir jetzt wissen, was da draußen ist, dürfte es in Zukunft interessant werden. Hey, Captain. Egal, wie es ausgeht, ich lasse meine Crew nicht im Stich. Sichere Reise noch. Okay, wir können mit niemandem darüber reden. Was ist hier los? Willst du dich stellen? Was? Stellen weswegen? Was habe ich gemacht? Hä? 75 Credits. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber offenbar bin ich immer ein schwieriges Bübchen. Das ist hier keine Option. Komm bitte einfach mit. Schön ruhig und friedlich. Okay. Ich weiß nicht, was genau habe ich denn gemacht? Ist zwar nur ein kleines Vergehen, aber wie du willst. Was habe ich denn gemacht? Vorsitzende der Constellation als einfache Kriminelle. Unfassbar. Ich weiß nicht mal, was uns vorgeworfen... Was ist denn alles entfernt? Tombstone? Wo sind die ganzen Sachen hin? Antike Videokassette, das waren gar nicht deren Sachen. Das sind überhaupt nicht deren Sachen.
tragbarer CD-Player, Sandwich, Nachtwäsche? Na, hör mal. Die haben mir die Unterhose ausgezogen. Also, man, hä? Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar Stückenfriede ausschalten. Wo sind meine Sachen, die ich mühsam geklaut habe? Nee. Nee, sorry. Bei aller Liebe, aber nee. Das sehe ich nicht. So, oh nein, oh shit. Das ist der letzte Spielstand. Ich hätte... Okay, Leute, ich pace da mal ganz kurz durch, ja? Ich finde einfach, wir sollten uns auf die natürliche Schönheit des Planeten konzentrieren. Nein, natürlich nicht. Die anderen faulen... Ich hätte vorher speichern sollen. Oh, okay, warte. Wir, Dieb. Es darf daher... Ja, natürlich. Das ist natürlich klar. Aha, wow, spannend. Erzähl mir bitte mehr. So, mir wurde gesagt... Aha, ja. In Anbetracht der... Na, gefällt... Ja, das ist natürlich... warum die Dringlichkeit? Wir führen ein Erstklass... Momentan müssen... Wir müssen die Sache... So, kommen wir direkt zur Sache. Ah, jemand... So, Generationsschiff. Wow. Sie werden sich... Also, Leute. Sie könnten hier bleiben. Unsere Technik... Klingt teuer. Jemand... Ganz ehrlich, am besten wäre es, dieses Schiff würde einfach nicht mehr existieren. Ja, das... ja, okay. Also, warum nicht einfach... Dieser Planet gehört und... Stell dir nur die Möglichkeit... Nein, wenn sie... Die gestalterischen Katastrophen, ja, die Leute auf mehr als einer Seite, ja, okay. Und das ist auch dein Gut. So sehr ich... Okay, cool. Behörde. Wir operieren außerhalb von... Und wir wollen können... Ja, verstehe ich. Nicht mehr existieren. Ich will damit gar nichts sagen. Warum, Grafantrieb? Weil es nicht unsere Aufgabe. Außerdem haben... Also bleibt Spezialgefertigte. So, sie könnten ihr Leben. So habe ich das nicht gesagt. Natürlich, langfristig. Ich würde das, glaube ich, mit dem Grafantrieb machen, glaube ich, die oder? Die Sache ist erstmal vom Tisch. Aber wir brauchen bald eine Lösung. Ich habe das Gefühl... Da draußen gibt es Millionen anderer Planeten, die man besuchen kann. Die Resort-Einrichtungen sind doch ach so, genau das ist das Gespräch das, schon wieder. Das Problem ist, egal wofür ich mich entscheide, es wird furchtbar sein, oder? Wirklich zu bieten haben. Ich so, will aber nicht riskieren, hallo? Dass wir wie ein künstliches, dubioses und vermülltes Dreckloch wie so. Neon wirken. Also, wegen des Kolonistenschiffs. Und? Hast du dich entschieden? Wir können ihnen helfen, sich hier anzusiedeln und ihre Schulden abzuarbeiten. Oder ihrem Schiff auf deine Kosten einen Grafantrieb verpassen. So. Mal rein theoretisch, wie könnte man so ein Schiff verschwinden lassen? Ja, wenn sie trotz allem weiter darauf bestehen, dass ihr Anspruch auf diesen Planeten älter ist? Damit würden sie vor keinem Gericht durchkommen. Unser Anspruch geht Jahre zurück. Er wurde aufgrund der Centaurus-Erklärung bei den Colonies und dem Freestar Collective registriert. Wir sind zwar nicht Teil der besiedelten Systeme, aber offizieller geht es nicht. Tut mir leid, aber du wirst ihnen klar machen müssen, dass sie entweder Kompromisse machen oder von hier verschwinden müssen. Ja. Ich kaufe den Grafantrieb und bringe sie dazu, sich anderswo anzusiedeln. Ich werde sie davon überzeugen, sich hier niederzulassen. Aber dann werden sie halt wirklich Leibeigene. Ne? Wir haben gesehen, wie die jetzigen Mitarbeiter schon hier leben. Und die werden ja kein Geld verdienen, also gar nichts. Die werden hier ja, also wenn die sich ja ansiedeln, in Anführungszeichen, bekommen die ja kein Gehalt. Die arbeiten ja nur hier, um ihre Schulden abzuarbeiten. Das heißt, die haben dann einfach noch weniger. Also kaufe ich den Grafantrieb, obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun habe. Ah, gute Entscheidung. Dann schau mal bei Benno St. James drüben bei Hopetech vorbei. Er ist der Beste hier. Wenn jemand einem 200 Jahre alten Schiff einen modernen Grafantrieb verpassen kann, dann er. Wenn du zurück bist, schließen sich unsere Techniker mit seinen kurz. Eventuell musst du aber den Leuten auf der Constant bei den Vorbereitungen helfen. Viel Glück. Ich weiß, das war eine schwere Entscheidung. Aber wenn du mich fragst, war das die richtige Wahl? Ja, wenn die Alternative die Zerstörung ihres Schiffs und ein Leben in Knechtschaft ist, dürfte das die beste Chance für diese Menschen sein. Ja, das dachte okay. ich mir. Okay, ich danke dir im Namen der Paradiso Group für deine Hilfe. Balam hat recht. Danke, ich... Und wo ist mein All-Inclusive-Aufenthalt? Okay, gut, wir gucken mal. Wo muss ich hin? Lobby? Wo ist denn der Laden? Bin heilfroh, dass ich nicht auf einem dieser Luxuskreuzer arbeite. Wo ist denn? Eigentlich wären wir ja das perfekte Ziel für Piraten, aber hier waren wir noch gar nicht hier hinten, ne? Ach, hier ist Tranquility. Ah, okay. Und was ist hier? Today's Coffee. Pick up hier. Ach, ist doch wieder... Ah, ja, ja, klar. Wir müssen da hinten irgendwo hin. Ich hätte länger gebucht. Ich wünschte, ich hätte überhaupt mal gebucht. Schön, dich wiederzusehen. So.
Pitsche-Patsche-Pitsche-Patsche. Scheißladen. So, mal gucken. Ist das aber ein Landeplatz, der Technikladen? Ich mache hier Urlaub. Ja, Gronkh. Oh Gott. Ich hab den gar nicht angesprochen. Junge, Junge, denkt auch, er ist der Nabel der Welt. Sollten wir nicht zu irgendeinem Laden wegen Grafantrieb? Gagarin, ne? Hier Erstkontakt. Gehe zu Hopetech. Oliver Campbell hat mich an Benno St. James bei Hopetech verwiesen, der einzige mit Erfahrung. Okay, aber wo ist denn Hopetech? Ich dachte, wir wären hier. Offenbar muss ich dafür irgendwo hinfliegen. Gut, dann Cockpit. Gucken wir mal, wohin müssen. Weißt du was? Ich mach diesmal die Abkürzung. Junge, da muss ich jetzt extra nochmal... Oh, ja, wo ist das? Ja, außer Treibstoffreichweite. Dann hier hin. Erstmal Sprung hier hin. Nach Orani. So, warte. So, Valo. Was passiert, wenn ich R drücke? Mission. Ach. Okay, das ist irgendwie cooler. Und los. Dass der Ladebildschirm zu... Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Bitte Scan abwarten. Achtung, unser Scan zeigt, dass du Schmuggelware an Bord hast. Antrieb ausschalten und unverzüglich antworten. An alle Schiffe, wir haben einen Feind im Orbit. Feuerfreigabe erteilt. Falle feindliches Schiff an. Aufgepasst. Ich bin doch kein Feind. Ja, ich greife mich ja nun nicht an, ja? Kann ich... Grafsprung kann ich nicht machen, ne? Haupttown. Geh zu Hopetech. Du kannst während eines Kämpfers nicht schnell reisen. Hä? Aber ich kann doch landen. Ich will den halt nicht... Sprungsystem offline. Shit. Ui, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ja gut, ich glaube, gegen die sollten wir momentan noch nicht. Okay, kann ich schnell irgendwo anders hin? Kurs festlegen und dann schnell reisen. Oh, scheiß Schmuggelware. Wir müssen nochmal zum Bau. Dabei. Ich bin gerade dabei, ja. Ich kann die Heldentaten noch nicht alle den Marines überlassen. Tja, du machst uns echt Konkurrenz. Hey. Muss ich das? Na schön. Private 2 sagt Hi. Hey, grüß mal. Keine Nachrichten mehr. Anstand, Marines. Viele Grüße, ne? Unsere nicht autorisierte Trainingsmission wurde abgesegnet. Hm. Leider haben wir Leute verloren. Aber Unfälle haben selbst die Besten. Mhm. Das kenne ich. Das war eine verdammt harte Trainingsmission. Ist eine Ehre, das mit dir durchgestanden zu haben. Ich stehe dazu. Du wärst ein toller Marine. Ich bin verdammt stolz, dich zu kennen. Danke gleichfalls. Wir werden in unbekannte Gefilde geschickt. Aber wäre ein Abschiedsgeschenk okay? Wenn es keine Rakete ist? Ja... Na gut, aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann nochmal. Ein schöner Gedanke. Aber die Galaxie ist groß.
Viele gute Leute verdanken dir ihr Leben. Ach was. Vielleicht können wir uns mal revanchieren. Meyong Ende. Bis bald. Kampfmesser. Also, so ein Messer. Ich dachte an Geld. Und vor allem dachte ich zuerst, ich werde wieder gescannt. So, jetzt müssen wir leider erstmal. Hey, verlassene Mine. Jetzt müssen wir erstmal. Ja, ich weiß, wir müssen dahin. Wir müssen erstmal ein bisschen was loswerden. Krix. Wollte ich auch nochmal hin. Wollte mal gucken, was das los ist. Schmabimov. Sirius the Poop. Ach da. Da kann ich ja hin, ne? Gibt ein bisschen Kopfgeld auf uns. Aber das können wir auch bezahlen. So, der Bau. Let's go. So. Ich springe durchs Schrottfeld. Nee. Versuche mal dazwischen durchzukommen. So. Und los. Zündung. Grafantrieb fährt herunter. Systeme okay. Ah, gut. Das hat mal wieder wie am Schnürchen funktioniert. Hey, Bau. Antwort vom Bau. Andockerlaubnis erteilt. Willkommen im Raum der UC. Vielen Dank. Freut mich, wieder da zu sein. So, Moment. Würde gerne andocken. Und los. So, dann würde ich sagen, wir verkaufen erstmal unseren Shit schon wieder. Wieso habe ich immer Schmuggelware dabei? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Präzise angedockt. So muss das sein. So. Nach dem Kreuzzug der Schlange hat die UC mit der Wiederherstellung dieser Station Wahnsinnsarbeit geleistet. Ja, das stimmt. Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, ich guck nur. Ich bin mit Abstand der beste Pilot in diesem Drecksloch. Ja, und trotzdem kommst du hier nicht weg. Wo war denn der Laden? Warte mal. War der nicht auch hier irgendwo? Du bist oft da draußen, oder? Ja. Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Ach da. Sie sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern. Hey Marcel. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Na sicher. Ja, natürlich. Also, ich muss ein bisschen was verkaufen. Ich hätte hier diesen KI-Bewusstseinsadapter. Wärst du daran interessiert? Offenbar schon. Und diese Mercury-Kamera und diesen tragbaren CD-Player, wo immer der herkommt, und diese Schüssel. Diesen Fußball brauche ich noch, aber diesen Bilderrahmen, dieses Sparschwein würde ich auch gern verkaufen, obwohl das echt süß ist, ja. Diese 7 antiken Videokassetten, die würde ich auch einmal mal verkaufen. So, dann bin ich wieder clean. Haben wir denn noch sonst noch Sachen? Ich glaube nicht, ne? Waffen, alles. Ich glaube, das war's, was wir verkaufen wollten. Sonstiges, ja. Ich glaube, damit sind wir wieder. Ach so, die Uniform wollte ich behalten. Obwohl Lederschwarz auch ganz cool aussieht. Ich behalte mal die blaue, die Officer-Unterwäsche. Die Nachtwäsche brauchen wir nicht unbedingt. Den Chemikalienschutzanzug, den würde ich am liebsten verkaufen, aus Gründen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe schon so meine Gründe. Aber der plus 5 Gesundheit und dann Thermal, luftbasiert, weißt du was, scheiß drauf, weg damit. So. Und den würde ich gerne behalten, weil er einfach cool ist. Der ist auch cool. Der ist aber auch cool. 5% Überzeugungschance. Ich müsste den Managementanzug tragen und ich muss mal ein bisschen Diät machen. Wir müssen ein bisschen abspecken, Leute. Wir haben im Urlaub, da ist, ich weiß, was da passiert ist, keine Ahnung. Das ist nicht der Beachbody, den ich haben wollte. So, jetzt sind wir wieder clean. Wo geht's hier wieder raus? Da. Danke, Leute. Ciao. So. Hallo, Captain. Hallo. Okay. Dann lass mal gucken. Ich hätte gerne eine Sonnenbrille, wenn ich ehrlich bin. Das wäre irgendwie cool. So, abgedockt ist. Wir sind wieder flugbereit. Ja, Gott sei Dank. Weißt du was? Ich speichere trotzdem lieber nochmal. Sicher ist sicher.
Ich habe 730 Kopfgeld. Ja, muss man mal gucken, ne? Die will sich vielleicht jemand verdienen. Okay, wo wollten wir hin? Nach Narion. Auf geht's nach Valo. Und dort gehe zu Hopetech. Ach klar, das machen wir. Polvo, ist das hier richtig? Hier, Hopetown, okay. Dann fliegen wir mal. Ich hoffe, jetzt geht alles klar. So, fahre hoch. 4, 3, 2, 1. Unterhosen festhalten, Leute. Los geht's. Schalte auf Standardantrieb. Willkommen im Freestar-Raum. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Kein Problem, gerne. Ich habe natürlich nichts zu verzollen. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Cool. Dann... Achso, ja, da muss ich zur Karte, da kann ich nicht einfach so landen, ne? Ja, das geht leider nicht. Ja, dann lande ich über Karte. Hilft ja nix. So. Verkrüppeln, Skill bewirkt, dass Gegner schnell zu Boden gehen. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Das hier ist also Hopetown. Sieht ein bisschen trostlos aus. Wir sollten bei der Hopetech Sternenwerft vorbeischauen. Vielleicht gibt es da ein Schnäppchen. Naja, wir sind ja schon da. Oh. Wer kommt denn da? Ein schönes Schiff. Geht eine Klappe auf oder irgendwas? Kommt da jemand raus oder landen die nur da hinten? Das ist natürlich mal ein sehr schönes Schiff. Aha. Unzugänglich. UC Narcissus. Narcissus, okay. Schade, dürfen wir nicht aber rein. Ich kann es also auch nicht kapern und so. Schade. So, wir müssen... irgendwo da hinten hin. Ich habe jetzt schon Orientierung verloren hier. So, viel Stuff gibt's hier aber nicht. Ja. Ist ja kaum zu glauben. Schön, dich zu sehen. Wie geht's mal? Wie immer. Aber sie redet nur noch davon, dass aus ihrem Nesthäkchen was geworden ist. Mhm. Erzählt allen, dass du den Ron Hope kennst. Ich meine, Ron Hope ist, naja, nett und unglaublich. Aber jeder in der Fabrik kennt ihn und sieht ihn gelegentlich. Das ist nichts Besonderes. Mein Bruder, das hohe Tier bei Hopetech. Also, ich zeige dir alles. Das ist ja süß. Schöne Gespräche. Pitstop. Rangers. Was ist das alles hier? Ich habe Angst, schon wieder neue Tiefen zu öffnen. Oh, da. Das kann ich mitnehmen, ne? Revolverhelden-Ratgeber. Laredo-Waffen werden dauerhaft 5% schneller nachgeladen und gezogen. Was immer das ist. Die Leute hier sind tough, aber auch gute Menschen. Ja, cool. Wir sehen uns später. Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Ja. Ich bin Ron Hope einmal begegnet. Idealistisch und auch ein wenig ein Träumer. Aber man muss seine Leistung schon bewundern. Naja, offenbar hat er schon was zustande gebracht. Verzeihung. Ich will keine Beschwerden hören. So, lass mal gucken. Hopetech. Was im Eier, wir wollten ja Grafantrieb kaufen, uralten, ne? Ah ja. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Zeug nicht beschützen kann, ist dir falsch. Oh, so ist es also. Gilt das auch für die anderen? Ron Hope verkörpert die Redewendung, keine Kosten scheuen. Mhm. Skulptur, oh, das sind Preise. Trophäe, Hopetech. Wert 655. Oh.
Wolfram brauchen wir auch, okay. Skulptur. Aha. Ron Ho ist ein Genie. Hast du dir die Produktion angesehen? Der Hammer. Ich habe mir noch gar nichts angesehen. Wir haben alles, was du brauchst. Gegen Credits. Ja, guten Tag. Willkommen bei Hope Tech Sales. Guten Tag. Gibst du mir deine Rechnung? Die Finanzierung steht schon. Die was? Was? Wer glaubst du denn, dass ich bin? Mittleres Management. Wie 90% der Leute, mit denen ich rede. Okay. Hey, du willst vielleicht deinen Boss beeindrucken? Ist mir egal. Bringen wir es einfach möglichst effizient hinter uns, dann sage ich allen, wie toll du warst. Hört sich an wie Lara. Ja, okay, dann, ja, ich überlege, hier was zu kaufen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Oh, potenzielle Kundschaft, ja? Tja, was du über unsere Schiffe wissen musst, sie sind von Bug bis Heck auf Zuverlässigkeit getrimmt. Andere Sternwerften bieten Glamour oder abgedrehte Designs. HopeTech legt Wert darauf, dass du auch den 300. Frachtflug noch sicher und pünktlich erledigst. Mhm. Aha. Ja, das klingt vielversprechend, aber was hältst du eigentlich von Ron Hope? Das ganze System hier war nichts, bis Ron Hope hergekommen ist. Er hat uns einen Sinn gegeben. Eine Mission. Uns stolz gemacht. Dieser Job ist unser Leben. Und die Qualität unserer Ware zeigt das. Aber Ästhetik ist mir eigentlich auch schon wichtig. Ein hübsches Aussehen rettet dir aber nicht das Leben. Manchmal schon. Also, wonach suchst du? Tja, ich suche nach dem Sinn des Lebens und frage mich, was dich hierher geführt hat. Ich bin fast ein Jahrzehnt lang einen Hope-Tech-Frachter geflogen. Gertrude hat mit mir viele Reisen und Gefahren durchgestanden. Hope-Tech-Schiffe retten einem das Leben. Das weiß ich. Okay, krass. Und was kannst du mir die Schiffe so sagen? Unser Motto lautet, es sind Laster im All. Oh, geil. Und Captains, die Fracht durch die Systeme schippern, ja, sind unser Haupt. Ja, Geschäft. Fracht, ja. Aber Hope-Tech baut sehr solide. Viele formidable Spähschiffe. Auch das Militär nutzt Hope-Tech. Ich will Fracht. Was habt ihr denn so für Schiffe? Ich zeige dir unser Inventar. Ja, bitte. Star Semi, der Wert 265.000. Puh, oh, Junge, oh, schnuckelig. Händlercredits 160.000, okay. Weniger Schussstärke, ja, weniger Antrieb. Schildgenerator, aber meine Frage ist, System wählen. Reaktor. Untersuchen. Also, ich würde gerne wissen, Frachtkapazität 4890. Ja, davon rede ich doch. 650, davon rede ich nicht. Watchdog, ja, der ist klein. Wert 84.000, könnte man sogar kaufen, aber nö. Pickup. Frachtkapazität 1140. Aber dafür kaum Laser und kaum Antrieb. Aber oh. Ach, da sind die Frachtcontainer überall. Aber geht da nicht noch mehr? Da geht da bestimmt noch mehr. Wo war das? Ah ja, 1980, oh Gott. Ja, sowas halt, ne? Kompakt, trotzdem alles dabei. Laser und Antrieb sind leider sehr, sehr low. Aber so rein vom Lagerplatz, 1980, so stelle ich mir das vor. 100.000, ich kann mir den leisten. Aber der ist mir zu lahm. Aber der Platz, Lil Move. Und der Silent Runner. 6.000 Fracht. Kostet 370.000. Ich bin verliebt. Hat irgendwie Schlagseite auf der einen Seite, ne? Aber holy shit. Ja, Raketenbestückung. Oh, nice. Laser. Ding, ding, ding. Alles drin. Und 6.000 Fracht. Wir brauchen 370.000. Ich muss sparen. Kein Bock auf billigen Shit.
Okay, ich muss sparen, ich muss Geld verdienen. Wo bauen wir als erstes an? Ohne die Fabrik wären wir Staub. Ja, hallo Maxwell. Was kann ich für dich tun? Also, mit wem muss ich reden, um ein Schiff zu kaufen? Miss Inaya kann sich um dich kümmern. Selbe Stockwerk, links von mir. Super, aber ich müsste wirklich mal mit Ron Hope sprechen. Wenn du einen Termin mit Ron Hope hast, ja. Den findest du ganz oben. Habe ich. Er ist sehr beschäftigt. Wenn du also keinen Termin hast, hat er wohl keine Zeit. Doch, doch, ich habe Termin. Klar, klar, klar. Wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. So. Ja, sieht auch schon ein bisschen oll aus, wenn ich ehrlich bin. Was denn? Auch cool. Ach, das ist Mr. Hope, ja? Na, dann speichere ich aber lieber nochmal. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge muss ich ein bisschen abnehmen und wir reden mal mit Ron Hope, mal gucken, ob wir einen günstigen Grafantrieb kriegen. Vielleicht können wir ihm auch sagen, was unser Problem ist und eventuell tritt er als Sponsor auf oder so. Wir gucken mal, weil der Grafantrieb muss ja auch alt sein. Also ich weiß nicht genau, ob wir einfach so einen kriegen. Wir schauen mal, wie der Ron Hope so drauf ist. Scheint ein Idealist zu sein, ein Träumer, habe ich gehört. Wir schauen mal. Und ich will dieses Schiff haben für über 300.000. Wir müssen unbedingt Geld verdienen. Ich brauche ganz viel Schmuggelware. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Euer Benny Goodman. Tschüss.